Hallo und herzlich willkommen zur letzten und vierten Etappe der Tschechien-Rundfahrt von Olomouc nach Olomouc über 174 sehr flache Kilometer. Entschuldigung, Kilometer, wie man sieht. Tja, eine bislang sehr, sehr enttäuschende Tschechien-Rundfahrt geht für uns zu Ende. Und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze, auch wenn hier schon gestartet wird, ganz, ganz kurz mal mit einer kurzen. Ach, das ist das hier. Mit einer kurzen. Mal die kompletten Geräusche hier kurz aus. Mit einer kurzen Minute der Stille. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Vor einem Tag, gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme jedenfalls, einige von euch haben es bereits in die Kommentare geschrieben, der Folge, die am Samstag rauskam, hat sich eine ziemlich große Tragödie, kann man sagen, ereignet. Der Italiener Michele Scarponi, ich guck mal, ob er hier mit dabei ist, das wäre jetzt natürlich, ne, Astana fährt hier gleich mit. Obwohl, doch tun sie, aber nicht mit ihm jedenfalls. Der Italiener Michele Scarponi, der noch vor kurzem bei der Tour of the Alps den vierten Rang erringen konnte und auch einen Etappensieg, der erste Sieg seit, ich glaube, 3 Jahren, erringen konnte, ist vor ein paar Tagen, wenn diese Folge rauskommt, gestorben. Ist bei einer Trainingsausfahrt frontal mit einem LKW zusammengeprallt, der ihn übersehen hatte, schlicht und ergreifend. Und er ist einfach krass, muss man ganz ehrlich mal sagen. Hat mich persönlich irgendwie getroffen. Ich habe ihm auf Twitter gefolgt und habe dann am Abend davor natürlich noch gesehen, wie er ein Bild gepostet hatte, wo er mit seinen beiden Kindern spielt. Habe dann in einem Nachruf auf radsportnews.de oder wie die Seite heißt, noch ein Video gesehen, wo er mit einem Papagei, den er irgendwie, der sein Haustier war, durch die Gegend gefahren ist und der Papagei ihm noch hinterhergeflogen ist. War sehr, sehr süß einfach. Und Michele Scarponi, muss ich sagen, persönlich, ein Fahrer, den ich tatsächlich eigentlich schon immer kenne im Peloton. Ich finde sowieso, immer wenn ein Fahrer seine Karriere beendet, ist es ein bisschen so, als würde er auf eine Art und Weise sterben, weil man einfach nichts mehr von ihm hört. Das ist einfach irgendwie so in der Natur der Dinge. Wenn er nicht gerade noch irgendwie dann als sportlicher Leiter weiterarbeitet, dann hört man einfach nichts mehr von diesen Leuten. Und in dem Fall ist es halt nochmal ganz, ganz anders. Nachdem ja Aru ein bisschen, ich glaube, verletzt oder krank ist, sollte ja Michele Scarponi als Kapitän von Astana zum Giro gehen. War ja auch scheinbar gut in Form, wie er bei der Tour of the Alps gezeigt hatte. Aber das Schicksal hat ihm dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und somit ja, kann man jetzt praktisch sagen, ist er an einem besseren Ort. Wir hoffen es natürlich, auch wenn er wahrscheinlich persönlich lieber beim Giro gewesen wäre. Trotzdem jetzt an dieser Stelle eine Schweigeminute. Ich finde, es ist angebracht. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr ja gerne vorskippen. Aber ich persönlich finde das mehr als angebracht. Leider haben wir es am Tag des Todes nicht machen können, weil halt einfach die Folgen schon vorprogrammiert waren. Aber an dieser Stelle sei noch mal eine Minute des Gedenkens an den Italiener Michele Scarponi gewidmet. Gut. Weiß nicht, ob ihr jetzt auch dementsprechend ruhig wart oder ob es euch eher gestört hat. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich fand es ganz gut.
22 Siege konnte Scarponi erringen in seiner Laufbahn als Profi. Sein größter Sieg natürlich, wie sollte es anders sein, der Sieg beim Giro d'Italia 2011, nachdem es Alberto Contador aberkannt wurde, dieser Erfolg. Wurde also dem Italiener zugesprochen. Und ja, leider von uns gegangen. Ich wette, man wird ihn beim Giro vermissen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Naja, wir werden sehen. Gut. Ich wollte das nur mal machen, weil es war schon etwas, was mich sehr, sehr betroffen hat am Samstag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich ihn persönlich nie gesehen habe, auch nicht, natürlich nicht kannte. Aber man... Ja, er ist halt doch einer, der immer mit dabei war bei den großen Radrennen, beim Giro. Auch bei der Tour ist er ja immer mitgefahren. Und auch wenn man diese Leute dann immer nur im Fernsehen sieht, irgendwie ist es trotzdem... Man wünscht so etwas ja keinem. Auch seiner Frau und seinen Kindern. Und natürlich auch den vielen Teamkollegen und Fans und den Bekannten und Freunden sei da nochmal an der Stelle gesagt. Wirklich tiefes Mitgefühl an der Stelle. Sowas wünscht man keinem. Und da sieht man halt auch einfach mal, ja, an welchem seidenen Faden manchmal so das Leben hängt. Und wie kostbar das Ganze doch ist. Und wie sehr man es dann doch eben auch, es sind Floskeln, ich weiß, sowas sagt man immer, sowas steht gerne auf einer Postkarte und sowas. Aber es ist wirklich so, man sollte es zu schätzen wissen, man sollte seine Zeit genießen, die man hier auf der Erde hat, denn vielleicht, ich will nichts beschreien, aber man weiß eben, wie schnell es geht und das natürlich auch vor diesem Tod von Scarponi, aber es hat es einem halt mal wieder vor Augen gehalten, weil natürlich denkt man auch selbst, wie oft war ich schon mit dem Fahrrad unterwegs, wie oft hätte mir das passieren können, die Antwort darauf ist nicht gerade beruhigend, also sowas kann halt immer passieren und deshalb muss man einfach schauen, dass man sein Leben genießt. Aber es soll jetzt auch genug der tiefgreifenden Worte hier sein. Ich wollte das Thema nur einfach nicht unkommentiert hier im Raum stehen lassen, sondern eben auch mal angehen. Gut, gehen wir auf die heutige Etappe zu, ne? Business as usual. Rasmus Christian Quader hat immer noch das gelbe Trikot. Heute eine flache Etappe, die letzte Etappe der Tschechien-Rundfahrt. Das wird wohl ein Sieg werden für den dänischen Zeitfahrspezialist, wenn heute nichts mehr Krasses passiert. Sein Teamkollege Gerald Ciolek zählt heute zu den Top-Favoriten auf dieser topfebenen flachen Etappe. Und dementsprechend sind hier seine Kollegen Gerdemann, Wegmann und Ten Brock unter anderem in der Aufholjagd auf die Ausreißergruppe. Drei Fahrer sind es heute: Zamparella, Monakov und, na, wen hatten wir da noch? González aus der Sporting Lissabon-Mannschaft. Sind hier vorne mit dabei. Allesamt keine krassen Rennfahrer, allesamt keine großartig guten Rennfahrer. Mancebo hat heute eine sehr, sehr gute Tagesform. Das sei mal an der Stelle erwähnt. Vielleicht kann man ja mit ihm dann später nochmal eine Attacke probieren. Aber ich denke mal, diese Tagesform, die kommt heute einfach zum falschen Zeitpunkt. Denke nicht, dass uns das großartig was bringen wird heute im Finale. Tja. Der Punktewertung führt momentan Kirill Poznyakov vor Carlos Barbero. Schöne Grüße an der Stelle an den lieben Terror-LP. Vielleicht schaut er hier gerade zu. Freut sich, da ich ihn auch mal wieder erwähne. Ich habe ihn, glaube ich, echt selten erwähnt. Ich war hier immer so vertieft in die Rennen, dass ich dich schon lange nicht mehr gegrüßt habe, Pascal. Also an dieser Stelle Grüße gehen raus, ne? Schaut auch mal bei ihm vorbei. Man kann es ja auch mal wieder sagen. Habe ich schon lange nicht mehr. Schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Er fährt ja mit Caja Rural, eben mit Barbero unter anderem. Und man kann sagen, er macht das Let's Play ziemlich anders wie ich. Hat einfach eine andere Vorgehensweise in der ganzen Sache. Ich lasse mir ja immer sehr, sehr viel Zeit mit allem. Und Pascal ist eher so einer, der ein bisschen auf die Tube drückt, sagen wir es mal so. Und dementsprechend habt ihr dort ein anderes Let's Play zu sehen, tatsächlich. Auch von der Mannschaft her natürlich ganz, ganz anders. Ich starte in der dritten Liga, eher in der zweiten. Und die Rennauswahl ist sehr anders. Also wir gehen das Ganze wirklich grundverschieden an, kann man sagen. Das Einzige, was wir eben zusammen haben, wir beginnen es beide und ich habe es ja auch wegen ihm begonnen. Und natürlich auch der große Punkt, wir wollen beide gewinnen. Und das ist so eine Sache, die will natürlich jeder, der Post-Eigen-Manager spielt. Hier übrigens, ja, ist egal. Ist egal, ich sag nichts. Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast verplappert. Ich sag gar nichts. Tja. 60 Kilometer noch zu fahren, 4 Minuten Vorsprung für die Gruppe, das dürfte
kein Problem sein fürs Hauptfeld, die einzuholen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin ein bisschen krank, kann man sagen. Mein Hals spielt nicht so ganz mit. Ich wollte aber trotzdem die Folge mal aufnehmen. Einfach damit es getan ist, ne? Und ja, schauen wir mal, was heute gehen kann. Vielleicht schaffen wir heute noch einen Etappensieg. Wenn nicht, mein Gott, ey, dann ist auch nicht so schlimm. Es wäre natürlich schön, ja, keine Frage, wenn wir hier nochmal mit einem Etappensieg aus der Rundfahrt gehen könnten. Wenn es denn schon, ich sag mal, relativ enttäuschend lief. Ich habe ja schon gehofft, dass man hier vielleicht ein ähnliches Resultat wie bei der King Highlake Tour erringen kann. Hier sind schon ein paar Fahrer zurückgefallen, sehe ich gerade mal. Corrocha, Gie und Lund. Da hinten noch einer. Mofchoan, Ben Dixon. Also hier die Kolokult-Mannschaft hat ganz schön Probleme, hier dem Tempo zu folgen. Obwohl ja noch gar nichts Großartiges passiert ist, muss man ja sagen. Also halt ein schnelles Rennen, aber mein Gott, ey. Also, kam jetzt kein Seitenwind, nix, ja. Also scheinbar keine so gute Mannschaft. Da können wir uns ja noch glücklich schätzen, dass wir so ein gutes Team haben, ne? Muss man ja auch mal sagen. Patrick Konrad ist ja auch wieder mit dabei in diesem Sinne mal. Schönen Gruß an Lieblingssub Konrad. Wäre ja eigentlich auch einer für die Zukunft, den wir uns in unser Team holen könnten. Denn er ist ja Österreicher. Jung, talentiert, guter Bergfahrer. Das wäre mit Sicherheit einer, der uns weiterhelfen könnte. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich habe mich da ja noch sehr bedeckt gehalten, was Transfers angeht und was das ganze Projekt an sich angeht. Und ich glaube, auch der Terror-EP hat da noch nicht allzu viel verraten. Ich hoffe es jedenfalls, weil wir wollten eigentlich da so ein bisschen, ja, ein bisschen Stillschweigen vereinbaren, euch ein bisschen die Spannung nicht nehmen. Und damit ihr eben noch nicht wisst, was da auf euch zukommt in Zukunft. Und drum schauen wir mal. Wir konzentrieren uns jetzt mal von Rennen zu Rennen darauf, den Aufstieg in die zweite Liga perfekt zu machen und natürlich auch ja, Rennen für Rennen zu gewinnen und so gut wie möglich zu bestreiten. Und ebenso auch heute, ne? In der Tschechien-Rundfahrt, letzte Etappe. Mal schauen, was heute geht. Einige unserer Fahrer sind auch schon ziemlich angeknackst, wenn ich mir hier Obaid beispielsweise anschaue. Ja. Ist heute scheinbar keine leichte Etappe. Es ist scheinbar ziemlich schnell hier, das ganze Tempo. Die Ausreißer wehren sich auch, haben immer noch 1,40 Vorsprung. Hier vorne sind die drei. Wenn wir jetzt mal gucken, wie groß ist denn der Vorsprung aufs Feld? Ja. Bisschen haben sie noch. Bisschen haben sie noch, ja. Aber mal gucken. Na, so viel ist es auch nicht. Also ich denke mal, die werden eingeholt. Ich denke mal ganz stark, dass die eingeholt werden. Ich glaube, eine Attacke mit Mancebo. Na, wir behalten uns die Option mal im Hinterkopf, ja. Ich möchte jetzt noch nicht abschreiben, weil es könnte ja klappen, eventuell. Ja, Almuravi ist gut drauf, muss man sagen. War eigentlich am Überlegen, ob ich mit ihm heute mal einen Sprint gehen soll, aber aufgrund der Tatsache einfach, dass wir Pinto haben und dass Pinto eben sehr, sehr gut drauf ist, hier mit plus zwei Tagesform, ist ja tipptopp. Ja, wäre es wahrscheinlich vergeudet, Almuravi heute als Kapitän fahren zu lassen. Er wird seine Chance kriegen in einem der nächsten Rennen, keine Frage. Muss mal gucken, wie sowieso seine Saisonplanung noch ist, inwiefern er da noch Form hat, den Rest der Saison. Jetzt bauen wir erstmal einen Sprintzug auf. Ich denke mal, das Leadout übernimmt heute mal Mancebo vielleicht. Nein. Übernimmt heute mal Ibrahim. Zack, machen wir mal 70. Passt. Mit Mancebo werden wir heute echt mal die Füße ein bisschen stillhalten. Und mal gucken, ob da vielleicht noch was geht im Finale. Ob der vielleicht nochmal eine lustige Attacke reißen kann oder so. Das wäre ganz cool. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht das Feld, sobald die Ausreißer eingeholt sind, ganz kurz mal so eine kurze Findungsphase hat, wie es ja manchmal vorkommt im PCM. Und dass dann in dieser Zeit einfach niemand mehr Tempo macht. Und dass dann vielleicht Mancebo pfeilschnell, wie er nun mal ist, rausspringen kann. Das wäre doch eigentlich mal ganz lustig. Mal schauen, ob das klappt. Oder ob nicht. So, jetzt erstmal den Sprintzug so langsam vorbereiten. Ich meine, es ist eigentlich schon vergeudet, Mancebo nicht für den Sprintzug einzuteilen. Aber ganz ehrlich, wir haben Hadi, wir haben Palini, wir haben Almuravi und wir haben Pinto. Das ist schon mehr, als wir meistens haben. Und Hadi ist ja auch ein sehr guter Ebenenfahrer, darf man ja nicht vergessen. Also der wird da schon ordentlich bolzen können. So, wir bleiben auf der rechten Seite. Uns da gar nicht so sehr einreihen. Und jetzt werden die drei gleich eingeholt. Das heißt, jetzt schauen wir mal auf Mancebo. Gucken mal, ob da was geht. Und wenn nichts geht, dann können wir ihn notfalls ja immer noch für den Sprintzug verwenden. Das ist ja kein Problem.
So, schau mal, jetzt sind sie eingeholt, aber das Tempo bleibt konstant, ne? Ja. Bleibt konstant, damit sagen wir Hadi mal, er soll Mancebo folgen. Mancebo nimmt mal gerade ein bisschen Tritt raus. Und er hier nimmt sowieso Tritt raus jetzt. Zack. Okay, Mancebo jetzt vorne, 7 Kilometer sind es noch. Wir können jetzt ruhig mal Gas geben. So ist es ja nicht hier. So, Mancebo jetzt vorne, gibt hier richtig Stoff. Das muss man ja mal sagen. Komm, zieh mal raus, Francisco. Zieh mal raus hier. Paco Mancebo jetzt ganz, ganz vorne. Wer ist dahinter? Hadi. Ja, das ist schon wieder eigentlich viel zu schwach hier, was ich hier mache, ne? Muss ich ja mal sagen. Pinto kann eigentlich auch das G schon nehmen. Ja, na. Eigentlich müssen wir jetzt schon mit Almoravi raus, gell? Muss man ja mal sagen, so. So, Pinto kann ja da wohl dranbleiben, oder? Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist ein guter Leadout. Komm, 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 komm. Gib alles, Junge. Pallini kann auch ruhig mal sprinten, wenn er Bock hat. Kein Ding. Und dann achten wir mal auf Edgar Pinto, der jetzt am Hinterrad ist von Hassan Almoravi. Jetzt kommt er raus, Edgar Pinto. Ein bisschen früh vielleicht. Pinto jetzt draußen. Aber es sieht nicht so aus, als würde er hier einen guten Sprint fahren können. Hängt sich jetzt nochmal mit Barry Marcus. Aber da geht die Kraft aus und damit wird es hier keinen Etappensieg gegen zugegeben. Starke Konkurrenz, aber ein Überraschungssieger, nämlich Roman Maikin gewinnt hier vor Barry Marquez und Carlos Barbero. Pinto wird 5. Pallini 9. Mohamed Hassan Almoravi sogar 10. Mancebo 11. Hadi sogar 12. Ja, mannschaftstechnisch ganz gut. Ciolek enttäuscht auf Rang 17. Aber natürlich, ja, wäre mehr drin gewesen vielleicht, ne? Naja, Überraschungserfolg für die Mannschaft Gazprom, die hier mit einem relativ durchschnittlichen Sprinter den Etappensieg holt, was natürlich für uns umso ärgerlicher ist, nicht ehrlicher. Also Roman Maikin, Glückwunsch nach Russland, gewinnt vor Barry Marcus und Carlos Barbero, dann Vasiljev, Pinto, Laundes, Böckmanns, Bauhaus, Pallini und Almoravi. 3 Fahrer unter den ersten 10, das ist nicht so schlecht. In der Gesamtwertung, es gewinnt also Rasmus Christian Quade, die Tschechien-Rundfahrt vor Damien Hausen und Luke Durbridge. Wir haben keinen unter den ersten 10. In der Bergwertung gewinnt Potsnjakov vor Wydenton und Juice oder so. Die Punktewertung holt sich Marcus vor Maikin und Barbero. Pinto auf Rang 4. Die Nachwuchswertung gewinnt Damien Hausen vor Luke Durbridge und Artem Nitsch. Und in der Teamwertung gewinnt OIK Green Edge vor Stölting und Lotto Sudal. Nicht schlecht für die Mannschaft Stölting, die hier mit den Großen mithält. Tja, das war jetzt mal eine relativ unerfolgreiche Rundfahrt aus unserer Sicht, muss man sagen. Nichts zu holen, kein Sieg, kein gar nichts. Pinto wird 18. Das ist nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch nicht sonderlich gut. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Rennen wieder zur Classic van Midden in Nederland. Und ab da wird ein bisschen anderer Wind wehen, hier im Let's Play. Insofern seid gespannt, bis zum nächsten Mal und schöne Grüße, euer Frittenfriseur.